Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 3. Ja, wir sind Runenkrieger geworden. Yay! Auch wenn sich die Runen... Ja? Beziehungsweise die... Bist du gerade aufgestanden oder was? Auch wenn sich die Runen, die wir hier haben, also die wir jetzt bekommen haben, an die wir jetzt gebunden sind, eine frühere und wahrscheinlich schwächere Version der Runen sind, die man beispielsweise aus Spellforce 1 kennt. Ich frage mich gerade, wie ich das Thema so unterbringe, ohne groß zu spoilern. Aber sagen wir mal so, diese Runen sind tatsächlich wahrscheinlich noch so eine Art... Na gut, eine Prototypform nicht, weil die Runen sind ja an sich, wie er auch schon gesagt hat, noch viel älter. Wahrscheinlich tatsächlich eine Schöpfung der Former. Oder der anderen Wesen, die mir gerade nicht einfallen, die noch vor den Formern da waren. Es ist sehr gut möglich, dass diese Runen dann einfach nur zweckentfremdet wurden später. Und dass tatsächlich er es schon geschafft hat, diese irgendwie zum Laufen zu kriegen, beziehungsweise zum Funktionieren, aber sie noch nicht ganz hundertprozentig funktionieren, ohne die volle Macht des Allfeuers beispielsweise. Könnte gut möglich sein. Aber auf jeden Fall haben wir eine frühe Prototyp-Version der Runen und damit auch der Runenkriege. Und das erklärt auch, warum wir mit unseren Helden wieder auferstehen können und warum wir das vorher nicht konnten. Jawohl. Interessant. Die Leiche liegt seit eurer Einkerkerung hier. Sie hat bereits begonnen zu verwesen. Guten Appetit wünsche ich. Jetzt können wir mal alles ein bisschen durchsuchen hier. Obschon er offenkundig tot ist, spürt ihr den Rest einer Aura, die den Mann umgibt. Er war ein Magier. Tja, das war, ist das Wichtige. Na, sieh mal einer an. Zangen, Haken, ein Seil, Folterwerkzeuge. Ja. Gut, das war eine verdammt seltsame Begegnung. Und jetzt? Verschwinden wir von hier. Klingt nach einem Plan. Aber zuerst sollten wir vermutlich unsere Ausrüstung zurückholen. Sehen wir uns mal um. Das ist ein guter Plan. Schauen wir uns ja, das ich hab an. Doch... Hier, warte mal. Benötigt, na, was? Mysteriöser Schlüssel. Ist gerade ganz schön schwer zu lesen. Hier ebenso. Schauen wir uns das mal an. In unserem Kerker... es ist wahrscheinlich egal, was ich durchsucht hatte. Hier kam die Spinne raus. Wahrscheinlich hätte ich mir alles Mögliche hier angucken können. Und es hätte wahrscheinlich nichts gebracht. Nach der ersten Interaktion wäre wahrscheinlich einfach der Hanswurst da gekommen. Der oberste Hanswurst, wohlgemerkt. Er ist nicht wie die ganzen kleinen anderen Hanswürste. Nee, er ist der ganz große Hanswurst. Ja, Ausrüstung. Ich meine, hier... Ich habe hier nicht zufällig irgendwas übersehen. Einen Schlüssel oder so. Nee, das ist ein Eimer. Weil ich hätte schon gern meine Ausrüstung zurück. Bitte. Hello. Ah, in den Truhen sieht mir ganz nah aus. Truhe in Frieden, mein Freund. Da. Ich glaube, das da drüben ist unsere Ausrüstung. Na dann, holen wir sie. Zumindest ich. Säcke und Bündel mit irgendwas Weichen gefüllt. Kleidung? Vielleicht Habseligkeiten der Häftlinge? Interessant. Ist das wirklich alles, was... Ja, ich glaube, das ist... Ja, das ist der ganze Crap, den ich hatte. Ja, Crap. Ja, ich gehe respektvoll mit meiner Ausrüstung um. Oh, da war auch ein Schlüssel dabei. Oh, toll, jetzt habe ich die ganze Ausrüstung noch. Viel besser. Ja, wobei ich mich immer noch frage, wo zum Henker die ganzen Wachen sind. Verschreit es nicht. Das ist genau der Augenblick, wo in den meisten Filmen jetzt auf einmal die Wachen reinkommen würden, ne? Hat sich das jetzt automatisch eingeprägt, was ich vorher hatte? Will ich jetzt mal so einen Helm aufziehen? Ich weiß nicht, das ist irgendwie so... Das schaut komisch aus. Komm, bleib mal bei der Kapuze erstmal. Nagel. Ein gewöhnlicher Nagel. Vielleicht ist er etwas rostig, dennoch könnte man ihn für irgendetwas verwenden. Ja, können sie in ein Brett hauen. Wir werden später wahrscheinlich die eine oder andere Basis bauen. Es ist nicht so, als hätten wir da genug Nägel, ne? Von unseren Bauarbeitern. Vielleicht fehlt ja genau für irgendein Gebäude genau dieser eine Nagel, um es stabil zu machen. Holen wir mal den Vitalitätstalisman rein. Hat man nicht noch irgendwelche Ringe? Yria, übrigens, du hast einen Bogen. Bist du nicht Magierin? Warum hast du einen Bogen? Was bist du überhaupt? Was zur Hölle bist du? Neigung. Neigung? Wiedergeburt. Ihr werdet wiedergeboren, wenn ihr sterbt. Kann nur einmal alle 120 Sekunden passieren. Okay. Ja gut. Sie hat weiße Magie und doppelt Bogenkunst. Wollen wir sie zur Bogenschützin machen? Oder zur Heilerin?
Ich meine, die Sache ist die, wir haben zwar auch weiße Magie dabei, aber ich werde mich jetzt nicht auf Heilung spezialisieren. Ich werde wahrscheinlich eine Mischung aus schwarzer Magie und Elementarismus nehmen und vielleicht irgendwas Nützliches aus der weißen Magie vielleicht mitnehmen, vielleicht sogar irgendwas, was Schaden macht oder andererseits interessant ist. Zudem, wir können uns ja jederzeit respecken. Das kommt ja mit dazu. Von daher würde ich tatsächlich Yuria erstmal zur reinen Heilerin machen. Wir werden jetzt erstmal auf Schadens- und Todesmagie gehen. Yuria als reine Heilerin, die können wir ja später mal noch auf Bögen spezialisieren mehr. Und da hätte ich gerne... Schädigt unterbricht analysierten Feind. Ein Schild, der beschützt. Und da haben wir die Regeneration. Willenskraft, Willenskraft. Ja, es ist nicht schlecht, erstmal so auf die Willenskraft zu gehen. Dann kriegst du erstmal volle Kanne Willenskraft. Dann kriegst du die Wiederherstellung. Dann gehst du diesen Weg rüber, um die Klarheit zu bekommen. Das Schild ist jetzt nicht so wichtig. Und dann holst du dir noch hier die Hierophanie. Heilende Fähigkeiten kosten 25% weniger. Und könntest sogar noch die Wiederauferstehung machen. Hm, Transfer. Transferiert 5 Fokus von uns zum anderen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, andere wiederzubeleben ist ebenfalls verdammt nice. Dann bist du jetzt mal unsere reine Weißmagierin. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, es passt auch besser zu ihr, weil sie auch gesagt hat, dass sie Lichtmagie eingesetzt hat und auch Gegner mit Lichtmagie verbrannt hat, wie auch immer. Von daher, dass sie eine Weißmagierin ist, kommt eigentlich durchaus logisch rüber. Irgendwie geht es gerade wirklich darauf hinaus, dass wir irgendwie nur Magier haben, ne? Aber keine Sorge, jetzt Krieger kriegt man noch genug dazu. Am besten hätten wir jetzt tatsächlich noch einen richtigen Full-Tank. Jemanden, der unglaublich einstecken kann und vorne die Front hält. Mit den beiden Magiern sind wir schon gut bedient. Dann entweder noch einen Bogenschütze oder einen DPS-Nahkämpfer als einen, der gut Schaden macht. Irgendwie so her wäre die Kombination gar nicht so schlecht. Zurück zu dir. Was hast du überhaupt? Ach, du lieber Gott. Angriffsgeschwindigkeit ist auch noch reduziert. Bist du denn wirklich glücklich, so wie du bist, ja? Zaubergeschwindigkeit reduziert. Das ist doch perfekte Rüstung für einen Magier. Gefütterte schwarze Ruhe. Was haben wir für eine? Die ist beschädigt. Hatten wir vorher nicht eine bessere? Ja, behalten wir mal die an und du kriegst die gefütterte schwarze. Ne, Moment. Da ist er. Verstärkte Lederrüstung. Nee, die ist besser. Komm, kriegst du die verstärkte Lederrüstung. Dann können wir die gefütterte schwarze Robe nehmen, oder? Weil ich finde, die ist ein Stück besser. Häftlingszeitung. Ein Kleidungsstück, das jenem Insassen des Gefängnisses von Grauschanze gegeben wird. Anscheinend wurde es schon seit 2 Jahren nicht mehr gewaschen. Guten Appetit. Stab des Winters. Schlechter gleißender Stab. Weißt du was? Nimm den. Viel Vergnügen. Ein Helm. Mann. Es gibt einfach nicht genug Kapuzen in dieser Welt. Bleib's erstmal ohne. Das Auge spielt erstmal mit. Wenn wir genug aufs Maul bekommen, dann gehe ich noch schon noch auf volle Ausrüstungseffizienz. Keine Sorge. Schmuck haben wir tatsächlich überhaupt keinen. Müssen wir erstmal so mit klarkommen. Alles klar. Ja, alles klar. Alles klar. Haben wir jetzt auch einen Schlüssel? Ich glaube, wir haben einen Schlüssel noch. Ist das vielleicht sogar der mysteriöse Schlüssel, den wir damals in Grauschanze gefunden haben? Kann es Cannabis? Ah, Glossar, haben wir auch noch ein bisschen was. Vielleicht bezahlen irgendwann. Jetzt wollen wir uns jetzt nicht jetzt damit beschäftigen. Ja. Ihr erkennt die Stickerei auf der Tunika des Mannes. Ein Rebellenmagier. Schauen wir uns das mal an. Und hier ist einfach nix. Goll. Nix wollte ich immer mal haben. Klingt gut. Und hier ist auch nichts. Alles klar. Auf Wiedersehen, Zelle. War schön mit dir. Jede Zelle an jeder Stelle. Jede Zelle ist voll gut drauf. Das sind die ganzen Gefängnisinsassen wahrscheinlich. Dann den Song. Wenn sie alle voll high und bekifft sind. Warum auch immer sie das sein sollten. Oh, Hallöchen. Interessant.
Elfischer Krummsäbel, Kampfgeschichte, Hellebarde, 16 Gold. Universelle Währung. Wie gesagt, 16. Also, wie ist der Plan? Ich glaube kaum, dass das wirklich volle Sicher Goldmünzen doch. Sind, weil die müssten es eigentlich so viel wert sein. Falls sich jetzt Leute fragen, jetzt so rein historisch gesehen. Gut, es kann auch sein, dass Gold hier tatsächlich ein Material ist, das viel, viel häufiger vorkommt und viel mehr so universal ist. Aber so nach realen historischen Maßstäben, falls es Leute interessieren sollte, wenn man sich jetzt fragen will... Spürt ihr das? Ja, die Rune. Sie reagiert auf irgendetwas. Und ich glaube, ich weiß auf was. Seht ihr den Stein da drüben? Das ist ein Gottstein. Vielleicht könnten wir versuchen, die Rune mit ihm zu verbinden, wie der Bote gesagt hat. Yay, cool. Also wie bei den Runensteinen 12 aus 1. Aber ja, was den Wert von Gold angeht, damals. Es gibt so ein gutes Sprichwort, das tatsächlich sagt, beziehungsweise, ja, also so grob, oh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Sprichwort geht, aber es wird gesagt, die Menge an Gold, die benötigt wurde, um sich damals im antiken Rom beispielsweise eine schöne Tunika zu kaufen. Genau die gleiche Menge bräuchte man heute, um sich einen schicken Designeranzug zu kaufen. Was auf kurz oder lang heißt, der Wert von Gold ist über die Geschichte ziemlich gleich geblieben. Das heißt, so ein Goldstück, wie viel es heute wert ist, wird in etwa auch der Wert sein, wie viel es damals wert war. Im Vergleich zum, also so im Verhältnis zum materiellen Wert mit irgendwas, womit man es tauschen will. Gold ist tatsächlich eine von diesen Währungen, die durch die gesamte Menschheitsgeschichte hin im Wert ziemlich ähnlich geblieben ist und nie verfallen ist. Der Wert ist tatsächlich sehr ähnlich wie früher. Jetzt nicht exakt 1 zu 1 so, aber es kommt so ähnlich ran. Und wenn man sich bedenkt, wie viel so eine Goldmünze wert ist, heutzutage, so viel wird sie damals auch in etwa wert gewesen sein. Das ist jetzt keine Massenwährung gewesen. Hm, interessant. Bilde ich mir das ein oder fühlt sich die Magie hier, ich weiß nicht, anders an? Ja, tut sie. Dann kann ich davon ausgehen, dass dies keine gewöhnliche Lichtmagie ist. Die Magie mit den Runen, die funktioniert ein bisschen anders. Ich schätze mal, das ist keine gewöhnliche Lichtmagie, die von diesem Stein ausgeht. Nein, wie gesagt, sie ist anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Und das soll was heißen. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr mir der Gedanke gefällt, mit einem uralten Artefakt verbunden zu sein, das es schon länger gibt als die Former. Sobald wir hier draußen sind, will ich mir diese Rune auf jeden Fall mal genauer ansehen. Ich auch. Wie auch immer, was zählt ist, dass die Rune reagiert hat. Und wenn der Bote keinen Unsinn erzählt hat, sollte uns ihre Macht, wieder auferstehen lassen, wenn wir sterben. Wieder auferstehen. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Wir sollten es auf jeden Fall nicht drauf anlegen. Gehen wir weiter. Jetzt stellt euch mal vor, Isamuta hätte auch eine Rune gehabt. Verdammt, ich glaube, ich habe da irgendwas gesagt, das vielleicht sogar der Plot-Twist sein könnte. Ne? Wie gesagt, ich weiß überhaupt nichts von der Story. Keine Sorge, ich spoiler nichts, weil ich selbst keine Ahnung habe. Ich stelle nur Vermutungen an. Aber wenn das tatsächlich der Twist wird, dann war mein Gedanke gar nicht mal so schlecht. Obgleich es moosig und feucht ist, bemerkt ihr, dass da auch eine Säule steht und ihr hört auf, Iria anzustarren. Obgleich es moosig und feucht ist, bemerkt ihr, dass die Säule und der Gottstein aus dem gleichen Material bestehen. Vielleicht Teile einer Rune? Aha. Es tut mir leid, da kam der pubertäre Udwin heraus und hat einfach mal die Fakten auf den Tisch gelegt. Verstanden. Wunderbar. Iria und ich werden uns sehr gut verstehen, glaube ich. Also. Ich möchte ja schließlich alles erkunden, von daher gucken wir ganz genau durch, dass wir auch alles aufsammeln. Da lang? Fokustrank, Heiltrank, 10 Gold, Wunderbärbel. Speichern wir einfach mal. Ich muss mir immer noch das Grinsen verkneifen, ey. Aber was die Runen angeht... Nun... Da wissen wir schon mal, dass es nicht von den Formern ist, sondern sogar noch früher. Es gab ja noch diese... Ich vergesse die immer. Die Form habe ich immer gut im Kopf, aber es gab ja noch diese andere Rasse, beziehungsweise diese anderen Wesen, ich glaube, die waren eher so göttlich, die noch vor den Formern existiert haben. Und die haben anscheinend die Runen gemacht. In Ordnung.
Ich glaube, das war auch etwas, was wahrscheinlich in Spellforce 1 mitgeteilt wurde und ich dann einfach wieder verdrängt oder vergessen hatte. Gut. An sich werden in Spellforce 1 so viele Details und so viel Hintergrundwissen preisgegeben oder schon im Spiel, wo man sich bei vielen anderen Spielen erstmal in der Lore einlesen muss, anderweitig. Da kann es gut sein, dass ich das ein oder andere vergessen habe. Obwohl ich das Spiel schon so oft durchgespielt habe. Endlich noch eine Kapuze. Ein Nodachi, glaube ich. Nodachi? Nodachi? Was haben wir überhaupt? Japanische Waffen? Ähnlich wie das Katana, aber mit einem viel längeren Griff. Der ist ideal für die Verwendung als Zweihändermacht. Gefütterte schwarze Kapuze. Die Heilsbotschaft des Licht. Klingt gut. Lichts. Wie lang ist das Ding? Je nach Länge lese ich es entweder jetzt vor oder gar nicht. Ich würde sagen, am Ende der Folge. Es gibt ja einige Leute, die gesagt haben, ich kann gerne vorlesen, aber ich soll es am Ende hier aufs Ende der Folge verschieben. Von daher plane ich mal am Ende so ein paar Minuten ein, dass ich das dann mit vorlese. Die Leute, die es nicht interessieren, die können da dann genau da skippen. Primitiver Kurzbogen, Feuertrank des Schutzes. Wir haben so viel Zeug. Gold und noch ein mysteriöser Schlüssel. Okay, das heißt, hätten wir den nicht vorher gefunden, hätten wir ihn jetzt auch. Aber da müssten wir jetzt den gesamten Weg zur Zelle zurücklaufen. Und das wäre nicht cool, Leute. Verstanden. Wäre nicht cool. Warum ist das ganze Gefängnis eigentlich wirklich komplett leer? Eine Abzweigung. Welchen Weg nehmen wir? Ihr kennt euch hier unten aus, oder? Nicht genug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der linke Weg zum Hof führt. Und da sollten wir uns auf heftigen Widerstand einstellen. Und der andere? Ich weiß es nicht, aber er führt tiefer in den Berg hinein. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal ein paar Wachen über einen Geheimgang ins Gefängnis habe reden hören. Soweit ich weiß, haben sie ihn benutzt, um Alkohol reinzuschmuggeln. Für die langen Schichten. Dann riskieren wir entweder einen Kampf gegen Dutzende Wachen oder laufen Gefahr, uns in einer Höhle zu verirren. Was denkt ihr? Ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind. Könnt ihr euch erinnern? Hier waren wir und die Tür war verschlossen, wo ich gesagt habe, da geht's bestimmt zu Yria rein. Beziehungsweise hier zum anderen Gefängnisblock, wo wir auch drin waren. Hier geht's tatsächlich raus. Das hätte ich mittlerweile selbst erkannt. Ich kenne jetzt auch den Typen, der hier auf der Streckbank noch liegt. Mensch, die kenne ich doch noch. Ich würde trotzdem gerne erstmal das Gebiet hier erkunden. Hier kriegt man bestimmt noch was aufgeschlossen. Aber gut, was denkst du überhaupt? Was denkt ihr? Ich? Keine Ahnung. Ich kenne diese Festung so gut wie die Gemächer des Königs von Kalaya. So gut? Oh mein Gott, dann nimm du die Führung bitte. Ich meine, ganz offen in die Stadt herausmarschieren, ich halte das nicht für eine gute Idee. Wir gehen wirklich durch die Höhlen, lieber. Aber ich würde gerne vorher trotzdem erkunden. Aber ich sag mal, gehen wir durch die Höhlen. Gehen wir in die Höhlen. Wir sollten jeden bewaffneten Konflikt aus dem Weg gehen. Macht Sinn. Dann los. Yay. Yeah. Gehen wir in die Höhlen. Sicher doch. Hey, wo läufst du hin? Ich habe noch nie das getan, was ich gesagt habe. Hast du das gehört? Das ist recht. Ja. Fußstapfen. Worauf wartest du? Hauen wir ab. Heiliger. Was? Was wollt ihr? Wir können eine kleine Revolte starten. Ja, Tiaras Atem, danke. Bleibt einfach ruhig. Danke. Vielen Dank, Kumpel. Das werde ich dir nicht vergessen. Tiaras Atem. Was dagegen, wenn wir zusammenbleiben? Sie hätten mich umgebracht. Zumindest bis wir aus diesem Schweine hätten mich einfach umgebracht. Ja, wir kennen einen Durchweg. Mach einfach nicht zu viel Lärm und folgt uns. In Ordnung? Zu viel gleichzeitig. Mein Gehirn schmilzt. Da, Wachen. Die haben wohl einen über den Durst getrunken und uns deshalb nicht gehört. Wir sollten sie unschädlich machen. In Ordnung. Wo? Na gut, sollen wir mit den Gefangenen jetzt... Schauen wir uns das mal an. Na, Junge. Ich weiß, einfach mal die Seele baumeln lassen kann manchmal gut tun. Tut mir leid, aber ich muss dich da jetzt einfach mal hängen lassen. Du hast mich hängen lassen, du Sau. Na, sieh mal einer an. Ja, der Schlüssel passt, würde ich sagen. Schauen wir uns das mal an. Ja, das bringt jetzt nicht so ultra mega hyper viel. Gut. Interessant. Yay. Den Typi kennen wir ja noch. Ach, hi. Angriff! Ja, komm.
Ach nee, du bist die Heilerin. Stimmt. Wir haben jetzt alles wieder getauscht. Ruf doch bei Ford an und beschwer dich. Oh, das macht sie erstmal nur auf sich selbst, oder wie? Das ist ja gemein. Habe ich jetzt gar keine Zombies beschworen, ja? Gott, sind wir schwach. Wir haben echt Probleme mit den ganz normalen Pipi-Soldaten hier. Komm, hol dir mal Zombies. Die haben wenigstens mehr Eier als ihr alle. Und das, obwohl die wahrscheinlich schon längst abgefault sind. Heilung! Der chinesische Minister für Medizin und so und Gesundheit. Wisst ihr, wir haben ja wirklich gesagt, wir gehen den Weg durch die Höhlen und... Verstanden. Ich glaube, das gehört alles noch zu dieser Map, oder? Ja, ich sehe es gerade. Wir machen einfach beides. Wir holen uns die XP von den Kämpfen und gehen dann den Weg durch die Höhlen. Ich bin da sehr pragmatisch. Verdammt. Hm? Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Ich kannte sie. Oh, das tut mir leid. Wie fühlt ihr euch? Gut, sie haben ihr Schicksal selbst gewählt. Ja, gut, ich meine, vor kurzem standst du auch noch auf dieser Seite. Ein paar Tage früher und du wärst selbst auf dieser Seite gestanden, wäre so ein Ausbruch gekommen. Mit der Krone bin ich fertig, kann man, aber ich weiß es nicht, ist tatsächlich das Beste. Keine Ahnung. Kann ich verstehen. Gehen wir weiter. Es ist nur durchaus logisch, dass man zu diesem Zeitpunkt noch total verwirrt ist und erstmal total geschockt. Das jetzt einfach in den Teppich zu kämmen, weil man sagt, oh, sie haben es verdient, sie haben das Schicksal selbst gewählt. Das finde ich tatsächlich schlecht. Verblasster Brief. Ein alter Brief, der das Gefängnis so noch nie verlassen hat. Wisst ihr was? Das lese ich. Das wird gelasert. Ich finde schade, dass die Wachen jetzt gar nichts gesagt haben zu uns. Aber die Folge ist sowieso kurz vorm Ende. Das Gefängnis zieht sich länger als gedacht. Vor allem, weil wir dann noch die ganzen Höhlen erkunden. Bevor wir es beenden aber die Folge, würde ich tatsächlich noch die Sachen lesen. Den verblassten Brief erstmal. Verblasster Brief. Lieber Finder dieser Botschaft, mein Name ist Naira Shiri. Ich bin magiebegabt. Kommt gerade vor wie so ein Treffen der anonymen Magiebegabten, ne? Meine Verbrechen, wie die Reinheitsbrut sagt, sind der unerlaubte Gebrauch von Magie. Schändung des Lichts, Verrat im Allvater. Gequirlte Scheiße, wenn man mich fragt. Und das war's mit der Monetarisierung. Das ist so ein Running-Gag, der zieht sich mittlerweile durch ganz YouTube, oder immer wenn es so ein Fluchwort drin ist. Ich bin unschuldig, abgesehen davon, dass ich die Begabung, welche mir durch die Wächter verliehen wurde, gebraucht habe. Ich komme aus einem Dorf in Iskander, ein unscheinbarer Ort, der niemals die Aufmerksamkeit von irgendjemanden auf sich zieht. Das heißt, bis der Krieg ausgebrochen ist. Plünderer drangen unbehelligt von den Streitkräften Iskanders in unser Dorf ein. Sie bemächtigten sich all unserer Nahrung und unseren Habseligkeiten. Sie nahmen Frauen in ihre eigenen vier Wänden, während ihre Männer und Kinder draußen zu Tode bluteten. Ich hörte die Schreie, ich versteckte mich, wie mein Vater es mir gesagt hatte. Doch sie fanden mich. Ich weigerte mich, mich von ihnen wie ein Schaf zur Schlachtbank führen zu lassen. Mein Vater versicherte mir, sich meiner Magie niemals geschämt zu haben, dass sie ein Geschenk wäre, kein Fluch. Also habe ich sie verbrannt. Ich habe sie in Flammen gesetzt und dabei zugesehen, wie sie in der Dunkelheit verschwanden. Die anderen Dörfler sahen mich an, als wäre ich ein Monster. Am nächsten Tag kehrten die Plünderer wieder, diesmal mit Soldaten und einem Priester der Reinheit. Sie dankten den Plünderern dafür, dass sie mich gemeldet hatten. Sie dankten den Plünderern dafür, dass sie mich gemeldet hatten. Sie legten mich in Ketten und warften mich in diesen Kerker, während ich hier sitze und diese Zeilen hier kritzle. Sind sie freie Männer? Sie sind die wahren Schänder. Sie sagen, dass ich noch im Morgengrauen die eiserne Maske ertragen muss, als wollten sie mir Angst einjagen. Wenn es irgendeine Gerechtigkeit in dieser Welt gibt, wird mein Tod rasch eintreten. Ich werde ihnen nicht die Genugtuung geben, mich ängstlich zu zeigen. Sofern ihr ein Magier seid, lasst nicht zu, dass ihr euch vor dem, was ihr seid, Angst machen. Ihr seid stärker, als ihr glaubt. Nicht schlecht. Schon Wahnsinn. Banditen, die ein Dorf überfallen.
dann Anzeige erstatten quasi. Bei denen, der sie vertrieben hat. Also gegen den, der sie vertrieben hat. Komm, dann lesen wir eben schnell noch die Heilsbotschaft des Lichts. Als Aonir der Allvater die Gottsteine auf Eo setzte, war die Welt gesegnet. Als Aonir der Allvater die Wächtergötter erschuf und ihnen befahl, über Eo zu wachen, war diese Welt gesegnet. Oh Gott, endet jetzt jedes dieser Abschnitte mit gesegnet. Als... So, sorry, weiter geht's. Mein Hund hat sich eben zu Wort gemeldet. Wo war ich? Ich glaube beim zweiten gesegnet, oder? Als Aonir der Allvater ganz Eo bestaunte und die Menschheit sah, war diese Welt gesegnet. Aber jetzt für Möglichkeiten. Als Aonir der Allvater Eo wegen der Sünden der Menschheit verließ, fiel die Welt in Verdammnis. Oh. Wir fragen uns, wie kam es dazu, dass wir dem Weg abgekommen sind? Die Antwort ist eindeutig. Wir sind Sünder. Wir sind gewalttätig und gierig. Wir sind unrein. Wir streben nach Macht. Doch verdienen sie nicht... Wir sind unrein, wir streben nach Macht, doch verdienen sie nicht. Ach so, ja klar, die Macht. Wir sind unrein, streben nach Macht, doch wir verdienen sie nicht. Wir sind Diebe bei einem Festmahl, begehren das, was nicht unser ist. Magie ist ein Geschenk, das uns nicht gehört. Es ist unvermeidbar, dass manche von uns mit dieser Gabe geboren werden. Es gibt da diese, die Magie für ihre selbstsüchtigen Zwecke missbrauchen und sich damit selbst beflecken. Magier, die nicht im Dienste des Lichts stehen, beschmutzen den Willen des Allvaters und deshalb nennen wir sie Schänder. Sünden der Schänder sind Sünden vor dem Allvater. Nur der Tod kann sie vor ihren Sünden freisprechen. Nur durch das Licht können wir Reinheit erlangen. Nur indem wir rein werden, kann der Allvater wiederkehren. Dies ist die heilige Aufgabe, die wir demütigen Sprösslinge bewältigen müssen. Wir müssen die Welt reinwaschen und den Weg für die Wiederkehr Aonirs ebnen. Jener Tag, an welchem der Bote des Lichts die Tore öffnen wird, soll der Tag der Abrechnung sein. Der Allvater wird angetan von der Wiederherstellung der Reinheit, auf der Welt sein und so bei seiner Wiederkehr immer wiederkehren. Friede und Einheit schenken, wieder soll der Menschheit gesegnet sein. Boah, das ist halt so ein... Das ist einer der Texte, die hätte ich genauso gut auch auslassen können, weil das so ein einseitiges Runtergeblubber von so einem Glaubenstext ist. Wir fragen uns, was wir noch tun können, damit der Tag seiner Wiederkehr schneller näher rückt. Wie können wir am besten dem Licht dienen? Wir schauen auf zum Boten des Lichts im Wissen, dass nur Aonirs Erwählter die Pläne des Allvaters kennt und rezitieren diese Worte: Esst mehr Müsli, beim Licht ich bin rein. Wo einst unsere Sünde war, soll nun das Licht erleuchten. In Zukunft muss ich mal früher, also das verblasste Brief war beispielsweise cool zu lesen, die Heilsbotschaft des Lichts. Ich glaube, in Zukunft überfliege ich solche Texte kurz und sage, ob sie lesenswert sind oder nicht. Das ist so ein Ding, das hätte man genauso gut auslassen können. In Ordnung. Ja, und wenn ich so auf die Uhr gucke, ich glaube, wir haben genug überzogen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.